Heute bei Let's Talk. Angst. Wovor fürchten wir uns? Nicht bitte! Mut. Ist es mutig, Angst zu zeigen? Guck mal, Jonas da drüben. Der hat auch schon Köttel in der Hose. Ängstlich oder mutig? Let's Talk. Willkommen zu Let's Talk. Ängstlich oder mutig? Darüber reden heute Philipp. Er ist 17 und hat Angst vor Schlangen und Spinnen. Er sagt, Jungs haben genauso viel Angst wie Mädchen. Sie tun nur mutiger. Emily ist 14 und kann mit ängstlichen Jungs nichts anfangen. Sie meint, Jungs sollten mutig sein. Felix ist 15 und glaubt eigentlich keine Angst zu haben. Trotzdem findet er, Angst kann einem bei Gefahr helfen. Carla ist 14 und liebt Horrorfilme. Sie sagt, ich habe keine Angst. Ich grusel mich nur. Paul ist 16 und war früher weniger ängstlich als jetzt. Paul meint, Angst muss man überwinden. Luisa ist 16 und versucht manchmal, sich selbst Angst zu machen. Sie sagt, Angst kann auch Spaß machen. Und jetzt geht es los. Let's talk. Luisa, wie du machst dir selber Angst? Also guck mal, bei mir ist es manchmal so, dass ich vorm Spiegel stehe oder so, wenn es ganz dunkel ist, so nachts. Oder ich liege vorher in meinem Bett und denke mir so, ja, irgendwie macht es mir Spaß, so sich mal zu erschrecken. Und dann habe ich mich immer vor den Spiegel gestellt und habe halt so gesagt, ja komm, ihr bösen Geister, wo seid ihr und so. Kennt ihr das, wenn ihr das Licht, also der Lichtschalter ist an der Tür und euer Bett ist halt so ein bisschen von der Tür weg. Alter, da wäre ich immer zum Sprinster. Genau, ihr macht das Licht aus und rennt zum Bett und ihr seid sofort unter der Decke. Was ich auch mal gerne machen würde, ist so abend oder nachts so, einfach mit einer Freundin, aber dann wirklich mit einer Freundin, in so einen Wald oder so gehen. Nein, doch, das ist so cool. Oder auf dem Friedhof. Ich wohne direkt gegenüber von dem Friedhof, ne? Und am Anfang dachte ich so, boah, das geht gar nicht. Aber mittlerweile, Friedhof ist eigentlich überhaupt nicht beängstigend, sondern... Lass mal Friedhof chillen. Ja, ist wirklich so. Ich gehe da spazieren, ich abends gucke... Ja, wirklich, das ist voll gemütlich. Aber ich bin da einmal, wenn ich von meinen Großeltern zu mir nach Hause komme, muss ich über den Friedhof gehen und ich laufe da so lang. Und ich dachte eigentlich immer, da geht ein Licht an, weil das ist bei der Friedhofskapelle. Ich laufe so lange, auf einmal hinter mir die Stimme, guten Abend. Und da saßen zwei Leute, haben Bier getrunken und ich so, oh, hallo. Und dann ist das Bierlicht angegangen und ich dachte mir so, wow. Das war schon Color. Ja. Also bei mir ist es auch ganz oft so, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie über eine dunkle Straße gehe und es ist kalt und ich zitter sowieso schon so ein bisschen und habe so eine kleine Angst. So ein Ängstchen. Ein Ängstchen. Und dann fange ich an, mir das so selber einzureden und kriege immer mehr Angst. Weil man sich immer dann so denkt, was passiert und so. Ja, genau. Und irgendwann ist man total panisch, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt. Ey Mann, mach das Licht aus. Sorry. Was machst du denn? Ich muss mal pinkeln. Und dafür brauchst du Festbeleuchtung. Mach die Lampe aus. Bin ja schon weg, kannst weiter schlafen. David? David, bist du das? David, lass den Scheiß, das ist nicht witzig. David! 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 David? David, bitte komm zurück, bitte! Nicht bitte! Anton, was ist denn los? Ich dachte, du wärst... Was machst du dir denn in die Hosen? David, tust du mir einen Gefallen? Keine Sorge, ich erzähl's keinem. Danke. Komm, lass uns pennen. Da hätte ich aber auch voll Angst bekommen. Ich hasse Horrorfilme. Das war voll ich, okay? Ja,
Das ist aber richtig heftig, so nachts im Wald. Also das hat jetzt auch noch nie. Vor allem noch barfuß. Hab ich auch gedacht. Wäre mir das früher passiert, ich hätte richtig Angst bekommen. Wenn mir das jetzt passiert, hätte ich trotzdem Angst bekommen. Also, ja, hallo, nachts im so Wald. Früher hätte ich wahrscheinlich, wäre ich schon nach ein paar Sekunden gestorben. Heute würde ich sagen, nach einer halben Minute so. Aber ich fand's mutig eigentlich, dass er auch noch rausgegangen ist aus dem Zelt. Das ist dämlich. Das ist echt so, ich würde voll still liegen, mich nicht mehr bewegen. Das ist genau derselbe dumme Spruch wie in Horrorfilmen. Kommt, wir teilen uns auf. Ja, genau. Oh, da so weiß ich schon, dass irgendwas passiert. Oder wenn jemand ins Haus kommt und schreit, ist da jemand? Nein. Ich meine, der Geist sagt ja nicht, ja, hey, ich stehe in der Küche und mach mir ein Sandwich. Ja, ich ermorde dich jetzt. Was soll das? Ja. Wir hatten mal eine Klassenfahrt in der Grundschule und es war total irre, weil ja, wir haben halt so eine Nachtwanderung gemacht. Ja, und das ist halt natürlich stockdunkel, klar. Und wir haben das so gemacht, dass die eine Hälfte der Klasse stand da. Man musste immer so rüberlaufen und man hat die anderen halt nicht gesehen. Alleine? Ja, das ja, locker. Das, wir auch das, waren, das waren locker so 100 Meter. Oh nein, Philipp, nein. Da habe ich eigentlich nicht so eine Angst, weil da sind meine Freunde bei mir. Da finde ich das dann eher lustig. Nee, das geht aber da, nicht. Also deswegen gucke ich auch mit meinen Freunden immer zusammen Horrorfilme, weil dann ist es lustig. Aber wenn man alleine ist, ist es immer 10-mal schlimmer. Also ich finde zum Beispiel, dass sich der andere Junge dafür nicht schämen musste, dass der Angst hatte halt. Also ich finde, das ist voll okay. Ja. Ne? Ich finde es sogar schön, wenn jemand Schwäche zeigt. Ja, genau. Das ist doch schön, sind einfach Gefühle und Emotionen. Genau, das sind Gefühle und Emotionen. Da muss man euch wegstecken. Angenehm bei Leuten, wo du denkst, dass sie total eiskalt sind, sag ich jetzt mal, und so total cool und so komplett so Pokerface. Genau. Aber dann finde ich das immer voll beruhigend, wenn die auch so ein bisschen menschlich sind. Also ich würde mal sagen, für mich ist jemand mutiger, der sogar Schiss hat, sich jetzt zum Beispiel wie der Junge im Einspieler nicht aus dem Zelt traut, aber es trotzdem macht. Also er hat seine Angst überwunden. Ja. Das finde ich mutiger. Genau, er stellt sich vor. Seine Angst. Und das ist echt Hut ab, finde ich. Ängste überwinden an sich ist auch eine riesige Stärke. Also wenn jemand Angst vor Spinnen hat und dann nimmt so eine Spinne auf die Hand, dann ist das für mich also das. Ja, man kann es auch nicht nachvollziehen, weil man nicht selber vor dem gleichen Angst hat. Aber und jeder hat vor irgendwas Angst. Also selbst wenn es Angst, keine Ahnung, vom Tod oder vor was weiß ich ist. Ja, also jemand, der sagt, ich habe vor nichts Angst, der lügt, weil man hat immer für irgendwas Angst. Ja. Als ich das erste Mal im Kletterpark war und ich habe nie gedacht, ich hatte nie gedacht, dass ich Höhenangst habe. Aber dann stand ich da oben und es war halt total tief unter mir und alles hat gewackelt und so. Und ich hatte totalen Schiss und ich dachte, ich kann nicht mehr weitergehen, aber ich musste ja weiter, weil ich schon mitten auf diesem Parcours war. Ja, alle so los von ja, genau. Und ich habe das halt mit einer Freundin gemacht und meine Freundin stand vorne und hat die ganze Zeit gesagt, ganz ruhig, Carla, einen Schritt nach dem nächsten. Das hat mir total geholfen dabei. Und ich habe dann den ganzen Parcours geschafft und mich danach auch wieder getraut. Und das hat mich total mit ihr zusammengeschweißt, weil wir uns so gegenseitig geholfen haben. Aber ich finde, es gibt Leute, die schaffen dann den Parcours, weil sie einfach wollen. Es gibt auch ganz viele, da sagen dann die Eltern beim Klettern, nein, das machst du nicht, das ist viel zu gefährlich. Auf, ne? Das schaffst du nicht. Ja. Und allein dieses, das schaffst du nicht, das gibt doch dem Kind die Angst, ich kann versagen. Genau, ja. Und, das und wenn Mama das sagt, hat das ganze Leben. Genau. Und das ist das richtige die Erwachsenen sehen das nicht nur ein, sondern es gibt auch die Erwachsenen, die den Kindern das vormachen. Ja. Wenn eine Biene kommt und die Mutter wegläuft, dann macht es das Kind natürlich das auch. Gewöhnt sich das dann so an. Angst kann auch ziemlich nervig sein, gerade wenn man sie eben nicht schafft zu überwinden. Ja. Aber ich finde, in manchen Situationen ist es auch total bescheuert, einfach mehr Mut zu zeigen, als man eigentlich hat. Schritt für Schritt. Schneller, komm noch ein bisschen. Komm. Sauber, Nils! Und hast du alles drauf? Ja, klar, Mann! Boah, in der Mitte habe ich echt mal kurz Schiss bekommen. Ja, da darfst du nicht runtergucken, dann hast du echt verloren. Verloren hast du, wenn du da runterfällst. Das sind bestimmt 3 Meter. Guck mal, Jonas da drüben, der hat auch schon Köttel in der Hose. Bam! Bin mal gespannt, ob der sich traut. Ja, los, Jonas, zeig uns mal, was du drauf hast. Nee, lass mal. Was soll das denn heißen? Willst du jetzt kneifen oder was? Ja, lass uns unten treffen. Nee. Wir sind hier auch drüber gelaufen. Also. Ich will aber nicht. Ja und? Wir haben doch alle vorher gesagt, dass wir es machen. Scheiß drauf, ich bin doch nicht bescheuert. Wird dann aber leider ein ganz schönes Loser-Video für dich werden. Und das auf YouTube. Komm schon, du schaffst das. Nicht lange nachdenken. Jonas, komm schon! Jonas! Aufpassen! Jonas! Oh, Scheiße!
Ey, das ist so krass. Das war komplett unnötig. Nur wegen dem Gruppenzwang hat er sich jetzt da auf den Maul gelegt. Er ist auch erst rübergegangen, als sie gesagt haben, ja, dann wird das ein peinliches Video für dich auf YouTube, weil es die anderen dann. Ich finde, er hätte dazu stehen müssen, was er von Anfang an gesagt hat und es einfach nicht machen müssen. Ja, aber du weißt, in so einer Situation, wo, wenn du das jetzt wärst, wenn du jetzt das wärst, hättest du dann gesagt, nee, also hätte ich von Anfang an gesagt, ich mach's nicht, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Das ist doch einfach Schwachsinn, darüber zu gehen und dann, sag ich mal, wenn es jetzt noch härter wäre, mit seinem Leben zu spielen oder sowas. Ja. Und dann darüber zu gehen. Ja, Luisa, ist einfach cool dann. Nee, weißt du? Das ist nicht cool. Doch, er wollte dazugehören. Ich finde, das kommt dann jetzt viel schwächer rüber, indem er erst gesagt hat, nein, ich mach das nicht. Und die sehen direkt, also diese beiden anderen Jungs sehen, er ist so schwach, dass die auf den einen reden können. Und er entscheidet sich dann darüber. Ja, aber in der Schule ist es dann, ist er dann der Loser. Und willst du dann, in der Schule ist es nämlich so, du wirst dann nicht anerkannt als der Mutige, der das gesagt hat, ich mach das nicht. Sondern du wirst anerkannt als der Lappen. Wenn er es geschafft hätte, dann hätte er es geschafft, dann wäre trotzdem alles okay gewesen. Also ich hätte es gemacht, damit ich nicht als Loser dastehe. Ganz ehrlich. Und da hat man dann natürlich noch mehr Druck. Aber ich finde den Sinn einfach von Mutproben auch schon so unnötig, weil was bringen die im Endeffekt eigentlich? Bei meisten macht Spaß. Das ist aber auch echt böse. Wir waren irgendwie nachts in so einem Dorf und da war ein Gänsestall. Und da ging es so, ja, jetzt klauen wir uns einfach mal zwei Gänse. Was? Ja, Mann. Das vor allem nicht nur mutig, das ist nicht mutig, das ist einfach dumm. Das ist töricht. Vor allem, da war noch so ein Hund. Dann denkt man sich auch so, ja klar. Vor allem muss auch schauen, ob man Schaden anrichtet oder nicht. Genau. Also ich finde, wenn es um einen selber geht, dann vielleicht okay. Dann, wenn man sich dazu entscheidet. Ich glaube nicht, dass Mutproben dafür da sind, unbedingt sinnvoll zu sein. Das ist einfach... Sind sie auch nicht. Aber sowas ist doch nicht sinnvoll. Nein, natürlich nicht. Aber es macht Spaß manchmal einfach. Ja, klar. Ich wohne ja auf dem Dorf und da gibt es halt viele so eine, ich weiß gar nicht, sind das Kühe oder Rinder? Nee, die härteren, die böseren. Die härteren, das sind Rinder. Keine Ahnung, auf alle Fälle. Meinte meine Freundin so zu mir, ja, renn mal dahin. Und dann halt so, ja, bis zum Haus rennst du. Und da stand halt dieser Elch, nee, Rind oder was auch immer. Auf jeden Fall meinte sie zu mir, ja, du rennst jetzt dahin und dann kommst du ganz schnell wieder zurück. Und das ist dann auch so eine Sache, wo man sich denkt, bekloppt. Aber irgendwie ist es dann dieser Adrenalin. Also, aber es gibt auch noch eine, ich finde, es ist schwierig zu unterscheiden zwischen Mutprobe und Scheiße bauen. Ja. Ich meine zum Beispiel, jetzt klingt vielleicht doof, aber wenn da jetzt irgendwie so ein Wasserfall ist und man denkt sich so runterspringen. Ja. Aber man hat Angst davor, weil es kann ja auch unten dann im Wasser dann irgendwie so spitze Steine so ein oder so sein. Oder irgendwie sowas. Und wenn dann aber die Angst sagt, so, ey, ich habe Schiss davor, dass da irgendwas ist, dann schützt sie ja einem vom Tod. Das ist einfach Angst, ist unser Überlebensinstinkt, es rettet einfach unser Leben manchmal. Ja. Jeder von uns hat vor irgendwas Angst, ne? Und das ist auch völlig normal. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig, dass wenn man in einer ständigen Angst vor irgendwas lebt, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, dass man Angst davor hat, aufzufallen, wenn man anders ist oder so. Da, genau den Blick meine ich. Komm schon, ich hab doch Augen im Kopf. Du bist total verliebt in den. Der Felix ist aber auch ein Süßer. Ja. Komm, lass uns mal hingehen. Wieso nicht? Ja. Ja, okay, aber ich meine, das bringt doch auch nichts, wenn du jeden Tag hier abhängst und darauf wartest, dass er dich anspricht. Ja. Was soll denn passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Felix dich wegen... Na, du weißt schon, dass er dich deswegen nicht mag. Schau mal, letztens im Schwimmbad hat er dich doch total süß angelächelt. Ja? Ja, ich wette, der ist einfach genauso schüchtern wie du. Komm, geh, sprich ihn an. Und mach dir keine Gedanken darüber, welche Worte funktionieren könnten und welche nicht. Er findet dich toll, glaub mir. Jess, hey, schön dich zu sehen. Ist was? Ich wollte dich fragen, ob du morgen mit mir ins Kino gehst. Ja, klar, super gerne. Cool. Das heißt, wir haben ein Date? Ich finde das richtig heftig von ihr, dass sie ihn angesprochen hat. Ich finde das hat gar nichts mit dem Stottern jetzt so zu tun gehabt, sondern einfach überhaupt sich zu trauen. Sie weiß, es ist eine Hemmschwelle und sie hat es überwunden und jemanden gefragt für ein Date.
Ja, und ich glaube, also man ist ja sowieso nervös, wenn man jemanden nach einem Date fragt. Ja, das finde ich sowieso voll, also ich das find voll so, krass. Das, ja. Das macht Mädchen und Jungs sowieso schon fertig, wenn sie irgendwie anders ansprechen müssen. Aber ja, dann vor allem sagt so man ja immer, ja, die Jungs müssen ja immer die Mädchen ansprechen. Deswegen macht man als Mädchen, denkt man schon so. Ich finde das echt, also ich fand das gerade echt mutig. Weil ich finde das total nachvollziehbar, dass man da Angst hat. Weil es ist ja wirklich, wir sagen, es ist ja ein Hindernis, allein schon die Person anzusprechen. Aber wenn man dann noch so ein Problem hat mit der Sprache so in etwa, das würde mich total fertig machen. Und ich glaube, ich würde vielleicht sogar aufgeben. Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man nervös ist, dass das Stottern ja dann nur noch verstärkt. Ja, auf jeden Fall. Aber weil das ist ja schon, also ich habe das auch manchmal, dass wenn ich so nervös bin, dass ich dann so anfange, so nach Worten zu suchen und so. Vor allem, du weißt ja nicht, wenn du jemanden darauf ansprichst, dass man ihn liebt, wie er reagiert, ob er bejaht oder beneint. Aber dann hast du noch im Hinterkopf dieses, okay, er wird gleich merken, dass ich stotter. Wie nimmt er das auf? Denkt nee, du hast eigentlich schon den ganzen Film schon fertig gedreht. Du denkst, ich denke, er denkt, dass ich glaube, wenn ich merke, dass er stottert. Ja, aber du weißt, es ist ja immer nur, du bist ja nicht mal richtig sicher. Ja, genau. Ja, aber ich kann das voll verstehen, weil ich glaube, dass sie halt oft damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist ja voll nachvollziehbar, dass sie dann erstmal wahrscheinlich schon fast einen Herzinfarkt bekommt, wenn sie nur mit ihm reden. Also ja. Unser heutiger Gast bei Let's Talk kennt vielleicht die Situation, wie wir sie gerade im Film gesehen haben. Marius ist 14 Jahre alt und er stottert. Hi Marius, cool, dass du da bist. Hi. Wir haben ja eben schon ein bisschen zusammen geredet und ich finde, du sprichst total gut. Aber früher hast du ja ein bisschen mehr gestottert. Wie hast du das hinbekommen, dass du jetzt so gut redest? Ja, ich war in einer Intensivtherapie. Die geht so circa 12 Monate. Oh. Und in der Intensivtherapie, da redet man in der ersten Woche halt Wort für Wort, sodass man gar nicht stottern kann. Und in der zweiten Woche lernt man dann so weich zu reden. Das hat sich dann ungefähr so angehört, also so, heute gehe ich in die Schule oder so. Ja, ganz langsam. Mhm. Und du hast ja auch gerade gesehen, im Film haben wir gesehen, ein Mädchen, ne, die hat sich nicht getraut, ihren Lover anzusprechen. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du Angst hast, irgendwie Menschen, fremde Menschen anzusprechen? Also früher war das auf jeden Fall so und ist heute immer noch so, aber halt nicht mehr so arg. Weil ich weiß, wenn ich will, kann ich flüssig reden. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Ja. Was sind das so für Situationen, wo du früher Angst hattest? Also in der Schule, beim Bäcker, auf der Straße? Ja, so ganz normale Situationen halt. In der Schule ein Referat halten, also vorlesen, habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht. Oder ans Telefon gegangen, da habe ich auch nur Ja oder Nein gesagt. Oder und warum? Hast du dich geschämt? Hattest du Angst? Oder? Hattest du Angst, wie die Leute reagieren? Oder? Mir ist dann immer so durch den Kopf gegangen, lachen die mich jetzt aus oder wenden die sich von mir ab oder so. Und dann habe ich es ja nicht erst probiert, fremde Menschen auf der Straße oder so anzusprechen. Also ja, super, dass du hier sitzt und das im Fernsehen erzählst. Echt. So, jetzt ist es ja so eine Zeit, wo man ja auch mal eine Freundin hat oder haben will. Wie stellst du dir das vor? Oder hast du sowas schon mal erlebt, einfach dich dazu zu überwinden und jemanden anzusprechen? Oder hast du überhaupt eine Freundin? Also eine Freundin habe ich nicht. Also ich stelle mir es natürlich schwierig vor, aber ich würde mir vorher einfach überhaupt nicht zu viele Gedanken machen. Ich würde einfach kurz überlegen, was ich sagen könnte und dann einfach drauf zugehen, weil umso länger man überlegt, umso schlimmere Vorstellungen könnte man haben, was passieren könnte. Und hast du denn auch andere Tipps für andere Kinder, die auch stottern, wie sie damit umgehen sollen? Das, was sie sagen wollen, sollten sie einfach sagen. Ist jetzt egal, wie der andere reagiert, egal, wie lange die brauchen. Sie sollten es einfach versuchen. Ja. Super, Marius. Dann bedanken wir uns. Ne? Schön, dass du bei uns warst. Ja. Echt Hut ab. Das war wirklich mutig, dass du dich hier hingesetzt hast und mit uns geredet hast. Okay. Und ihr, meine Lieben, könnt das komplette Interview und natürlich mehr Infos zu Marius auf zdftv.de nachschauen. Also nicht vergessen, zdftv.de. Ich weiß gar nicht, bevor du so Angst hast. Singen kann doch nun echt jeder. Du stellst dich dahin, tröllerst ein bisschen und fertig. Aber was, wenn ich mich versinge? Oder wenn die mich irgendwie nicht mögen oder so? Das sind doch fremde Menschen. Die triffst du nie wieder. Mach dir keinen Kopf. Easy. Easy? Dich will ich mal sehen, wenn du vor der Jury stehst und singen musst. Glaub mir, wenn ich dir heute vorsingen müsste, dann würde ich den Saal da drin rocken. Mhm, klar. Nächste ist Toni. Das bin ich. Ah, hi, Toni. Und wen hast du da mitgebracht? Das ist mein bester Freund Peer. Sag mal, Peer, kannst du singen? Klar kann er das.
Ja, weil wir brauchen noch dringend männliche Bewerber. Hättest du Lust? Natürlich hat er Lust. Oder, Per? Du rockst den Saal. Sehr gut gemacht, Toni. Wer ist der Nächste? Mein Freund Per. Gut. Bitte. Die Bühne gehört dir. Ich finde, das ist so typisch einfach, ja, nur, dass das der Typ so eine große Schnauze hat und dann einfach nichts hinbekommt. Und dann, wenn es drauf ankommt, hat er große Klappe nichts dahinter. Ja, aber das ist das typisch Mädchen. Mädchen steigern sich immer rein und Jungs denken immer so. Ja, aber Mädchen machen immer so eine totale Panik und am Ende funktioniert es eh immer. Ich glaube einfach, dass Jungs ihre Angst einfach gegenüber Mädchen gar nicht zeigen wollen, weil das macht sie doch schwach irgendwie. Also ich sage es jetzt persönlich auch vor einem Jungen, wenn ich einfach Schiss habe vor etwas. Aber ich finde, Jungs allgemein, die zeigen das einfach nicht. Ich finde, Jungs und Mädchen haben gleiche Angst. So. Ich sag generell, wenn ich Angst habe. Ja, ich finde, die Jungs und Mädchen haben gleiche Angst, nur der eine zeigt es, der andere nicht. Das ist aber auch zum Teil wirklich auch nur, wenn Jungs und Mädchen zusammen sind. Weil manchmal, wenn man unter Jungs dann ist, dann ist extremer. Das stimmt, dann geht das Ganze. Aber Jungs untereinander sind doch auch so, oder nicht? Dass die dann so voll. Nein, es kommt darauf an, ob man wirklich so kumpelhaft ist oder ob man wirklich gut befreundet ist. Wenn man in einer Gruppe ist, wo man es nicht kennt, dann macht man vielleicht so einen. Aber wenn das die Freunde sind, die man schon lange kennt und die einen eh kennen, wie man ist, dann kann man auch kreischen, wenn eine Spinne kommt. Genau, das ist es. Mädchen sagen so, wenn sie Angst vor etwas haben, oder? Aber untereinander. Aber es gibt auch Situationen, da. Tun dann Mädchen auch so, als hätten sie keine Angst. Ich glaube, es sind einfach, ich glaube, Jungs und Mädchen haben eigentlich genau gleich viel Angst. Nur die Mädchen verstärken das, damit das mädchenhaft darüber kommt. Und die Jungs verstecken das, damit sie cooler wirken. Ja. Meine Meinung auf jeden Fall ist, ich kann nichts mit ängstlichen Jungs anfangen. Das ist wirklich so. Also, aber warum? Was hast du denn? Warte. Das macht es, also ich kann so als Freunde, okay, aber das könnte nicht mein Freund sein. Weil ich brauche einfach jemanden, der für mich so. Ja, das ist jetzt total klischeehaft, aber der einfach für mich Beschützer. Ein bisschen. Ja, so ein Beschützer halt einfach. Aber beschützen, also das auch wenn er Angst hat. Ja, aber. Ich würde nicht mit meinen Freunden Horrorfilm gucken können und mich so angeben. Wollt ihr lieber einen Jungen, der Angst hat, aber sie nicht zeigt? Oder der Angst hat, aber sie zeigt? Nein, aber nee, es ist wirklich so. Es gibt keinen, wir haben doch gesagt, es gibt keinen, der keine Angst hat. Jeder hat doch Angst. Ja, aber guck mal, ich meine, wenn aber ich jetzt also wollt ihr, dass die Jungs für euch so tun, als wären sie Strongman und dass sie keine Angst haben? Ich komme voll auf die Situation an. Ich will einfach einen Mann haben und kein kleines Mädchen dann. Ja, genau, ja, aber das ist aber halt. Was ist denn ein Mann? Ein Mann, der dämlich ist und der wenn irgendwie ein Messer auf ihn zufliegt, dann, oh, ich habe keine Angst. Aber Jungs, ganz ehrlich, wenn wir jetzt in einer Situation sind und ich jetzt zum Beispiel vor Philipp stehe und sage, Philipp, dir wird nichts passieren. Das wollt ihr doch auch nicht. Da würdet ihr auch sagen, mach sowas mal nicht. Ich kann doch auf mich alleine aufpassen. So, ihr würdet das niemals zugeben und von daher zieht ihr auch schon eine Show ab. Also die meisten Jungs auf jeden Fall. Ihr wollt. Ja, also ich finde, man will das dann auch irgendwie. Man will ja dann auch so beschützen und eben nicht hinten dran stellen. Und das ist ja auch super praktisch, weil die einen wollen es eben nicht machen und die anderen wollen es machen. Und somit passt es dann. Weil dieses Rollenspiel gibt es einfach schon Ewigkeiten. Ja, genau. Der Mann beschützt die Frau. Stimmt, ich habe beispielsweise auch eine Freundin, die geht total ab. Die ist viel männlicher als ich drauf. Ja, aber dann wird es vielleicht nicht deine Freundin. Ohne Witz, aber es ist wirklich so, wenn mein bester Freund mir schreibt oder wenn ich irgendwie sage, ich habe Stress oder so und er mir dann schreibt, ja, sag mir, wo er wohnt, sag mir das einfach und ich kläre das schon. Das ist einfach so, wo man sich denkt, oh mein Gott, das ist so schön. Ja. Dann würde ich mir denken, so. Was ein arroganter, so über sich selbst. Nee, nicht arroganter, sondern einfach ein Beschützer. Nein, das ist schön. Ich finde, das hört sich so gar nicht nach Gleichberechtigung an. Ich finde es einfach mega krass, wenn das Mädchen viel mutiger oder so ist in manchen Beziehungen. Das ist, finde ich auch irgendwie süß. Ganz ehrlich, ich finde das süß. Vor allem, wenn sie sich auch so Gedanken macht und dann auch irgendwie, wenn sie von innerlichen halt mehr Kraft hat als ich sozusagen, dann kann sie das doch rauslassen. Also ich finde, man sollte unbedingt machen, selbstbewusst und mutig. Na klar. Also ich könnte nichts mit einem nicht selbstbewussten Mädchen anfangen, weil also was sie immer in, so in die Ecke stellt einfach so. Ich fände das fände ich grauenvoll. Aber dieses mutig ist ja schon irgendwie so, dass man sich was traut und richtig viel. Und das muss nicht so krass sein. Wir wollen ja nicht diese süße kleine Maus spielen. Wir wollen ja nicht eine süße kleine Maus spielen. Aber wir wollen genau. Wir sind ja also sag ich mal, wir sind ja selbstbewusst und sagen auch, hey, oh Gott, okay, das könnte ich jetzt auch alleine klären. Aber es ist trotzdem toll, jemanden an seiner Seite zu haben und gerade dann jung.
der dann sagt, hey, komm, ich passe auf, und dann überlassen wir ihm das auch. Das ist aber so scheiß Klischee. Das ist beschützt. Das ist so ein Beschütz-mich-Ding, ne? So ein Beschütz-mich-Hund. Aber es geht ja nicht um so lebensbedrohliche Ängste, sondern es geht um so kleine Horrorfilm-Ängste. Und da ist das jetzt nicht zu viel verlangt. Ich sag, er kann doch auch Angst haben. Das will er nur. Ja, aber warum muss er es zurückhalten? Es geht doch gar nicht darum, dass er keine Angst haben darf. Online geht's weiter. Im Internetblog könnt ihr eure Meinung loswerden und mit unseren Talkern chatten. Auf zdftv.de. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk. Die sind so bunt und riesig und dick und cool. Ja, die sind cool. Ja. Ja. Ja, ja. Egal. Ach doch, genau. Ja, jetzt. Die haben riesigen jetzt? Hintern und so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, doch. Nein. Schon. Ja, dann könnt ihr jetzt diskutieren. Ja. Du, Digga. Was wollte ich dann gerade sagen? Das sage ich jetzt aber. Ja.